Bei Warlock 1, da war das ja so, dass es mehrere Arten von Gegnern gab, auf die man gestoßen ist, auf diesen Zufallskarten. Es gab diese neutralen Monster, es gab die unabhängigen Städte und es gab die von der KI, der künstlichen Intelligenz gesteuerten richtigen Zivilisationen, die von einem Großmager geführt wurden. Wenn man hier in eine dieser, auf die, einen dieser Planeten kommt, gibt es dann auch diese drei unterschiedlichen Gegner, Rivalentypen, auf die man treffen kann, diese Feindtypen, diese drei? Ja, also das hier zum Beispiel, Tverdin, ist eine Monsterstadt. Monster sind sowieso überall. Die nerven dich bis zum Umfallen. Danach gibt es natürlich noch neutrale Städte und was man jetzt auch schön an der KI sieht, zum Beispiel hier Sommertod, die Herbstwelt, ist, da ist ein Großmagier drauf und ich bin mit ihr im Bündnis. Und da sieht man auch schön, dass die KI auf unmöglich nicht schlau ist, sondern bloß spammt. Also Oh Gott, was für ein Anblick. Ein Schiff neben dem nächsten. hier schaut's gar nicht mal so schlimm aus, bloß ein paar Schiffe. Aber wenn man mal auf eine andere Welt schaut, mal schauen, ob ich die richtige krieg. Nee, ich glaube, Marbak war's. Oder nein, Marbak war es nicht. Vorführeffekt natürlich. Das war Bündnis. ein hübscher Vorführeffekt, weil diese Welten, die du uns da zeigst, das finde ich sehr spannend, wie die aussehen. Ja, stimmt, kann man so ein bisschen anschauen. Ich treffe immer die falsche Welt. Auf jeden Fall kann ich jetzt zum Beispiel zeigen, wenn man jetzt auf Zug beenden klickt, dauert es erstmal. Die eigenen Einheiten werden natürlich gezogen. Hier habe ich noch, oh, sogar einen erstklassigen Vampir entdeckt. Auf jeden Fall werden noch die Einheiten alle gezogen. Ja, das klicke ich mal schnell weg. Wie lange dauert denn ein solcher Rundenwechsel? Also, wenn du auf eine Runde weiterklickst, dann kommst du von einer Welt auf die nächste Hallo auf dem Mordgard. Bildschirm und auf dieser einen Welt werden jeweils alle Züge angezeigt. Dauert das nicht furchtbar lange? Ja, genau das meine ich. Weil man kann zwar die Züge wegklicken, aber jetzt zum Beispiel ist die oberste Runenhexe dran. Da, jetzt zum Beispiel werden, da, die Welt habe ich gemeint. Schau mal da an, wie viele Einheiten da rumstehen oder hier. Das ist echt heftig. Vor allem hier gilt ja, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, wie bei Civ 5, auch das Prinzip eine Einheit auf einem Feld. Richtig. Das heißt, man wird hier unglaublich ausgebremst, wenn man versucht voranzukommen gegen solche Gegnermassen. Weil hier zum Beispiel ist es schier unmöglich, die Städte hier einzunehmen, weil man schlicht keinen Platz hat, um seine eigenen Truppen hinzuschicken. Und jetzt, da ich mit ihr im Bündnis bin, wird natürlich auch jeder Zug von ihr angezeigt. Das heißt, entweder schaue ich mir jetzt eine halbe Stunde diesen komischen Film hier an, oder ich klicke eine Viertelstunde dauernd auf die Taste, auf die Maustaste, damit alles schön übersprungen wird. Was natürlich auch eine Wobei, halbe Ewigkeit dauern kann. das war wirklich heftig. Klingt nicht so, als ob das perfekt bis zum Ende gedacht worden ist von den Spieldesignern. Tja, ich klicke hier mal weiter rum, dann kannst du ein bisschen weiter reden. Wir können ja nachher mal bei den Optionen nachschauen, ob es vielleicht eine Spieloption gibt, Züge der feindlichen, der freundlichen Einheiten anzeigen. Ja, Hallo, nein, das wäre ja Spellbrand traumhaft. Gibt es Research, my lord. beispielsweise bei Civilization 5, weiß ich nicht, aber bei 4 zumindest. Da habe ich leider nichts dazu entdeckt. Zum Beispiel hier im Das wäre Spiel schön. gibt es bloß Man kann. Sechseckgitter, Tutorial-Intro-Filme nicht anzeigen und automatisch speichern. Man kann natürlich die Animationsgeschwindigkeiten anderer Einheiten auf maximal stellen, sodass man, dass es nicht ganz so lange dauert. Aber es ist natürlich trotzdem ein Zeitstehler. Und Wir sind Zeitdiebe hier. das stört auch ein bisschen den Spielfluss, muss ich sagen. Jetzt habe ich dich aus dem Wort gebracht. Entschuldigung. Wir haben, glaube ich, einfach nur gemeinsam uns über dieselbe Sache empört. Ach so, ja dann. Auf jeden Fall, weil wir hier schon sind bei einem Regenbogendrachen. Soweit ich das gesehen habe, ist das eine kampagnenexklusive Einheit. Gleich bei der zweiten Quest muss man diesen Zauber hier finden. Muss man erstmal sehr viel Gold ausgeben und Oger besiegen und was weiß ich, um diese sehr starke Einheit eigentlich rufen zu können. Und ich finde, die schaut auch sehr schön aus.
Aber was hältst du jetzt von diesem Regenbogendrachen? Den finde ich allerliebst. Finde ich vor allem im Kleinformat allerliebst. Dann könnte ich ihn mir auch in einen Käfig stellen und hier in die Wohnung hocken und gelegentlich mit Vogelfutter füttern. Aber in echt würde ich dem, glaube ich, nicht begegnen wollen. Der sieht ja höher aus als das Empire State Building. Was ich mich jetzt natürlich auch frage, ist, du hast ja unglaublich viel Zeit schon in diesen Spielstand investiert, hast schon unglaublich viele Welten da zusammengetragen. Hast du nicht irgendwann zwischendurch so ein bisschen die Lust daran verloren, weil du dir gedacht hast, wow, ich muss Dutzende, Hunderte von Einheiten ziehen oder beobachten, muss unendlich viele Städte verwalten. Irgendwann reicht es mir in jeder Runde, dass jede einzelne Runde so unglaublich lange dauert. Also ich bin generell einer, der mit sehr wenigen, aber dafür starken Einheiten spielt. Das heißt, ich selbst muss nicht so viele Einheiten ziehen. Aber sobald ich das Bündnis geschlossen habe, habe ich so überhaupt keine Lust mehr aufs Spiel gehabt, weil da wirklich eine Runde sehr lang dauert. Das sind fast Verhältnisse wie bei deinen Let's Plays. Da frage ich mich auch, wie viele Spieler es geben wird, die diese Kampagne tatsächlich bis zum Ende spielen werden. Vielleicht gibt es ja doch etliche, denen die zwischendurch sich denken, ach, Spielprinzip habe ich gesehen, viele bunte Welten habe ich gesehen, das reicht mir jetzt erstmal. Also man muss ja auch nicht, ich spiele hier zum Beispiel mit einer sehr riesigen Karte und mit fünf Großmagiern. Man kann jetzt natürlich auch auf eine kleine Kartengröße stecken und bloß mit einem Großmagier, dann geht das alles recht zackig vorbei. Also für jeden ist da was dabei. Dann bin ich beruhigt. Und dann schauen wir jetzt mal ins Zauberforschungsfenster, wie es... Nein, das wollte ich nicht. Wir wollen nämlich ins Zauberwirkfenster. Hier sieht man nämlich auch hier unten in dieser Leiste sind drei verschiedene Steine quasi. Also es gibt natürlich viel mehr, die muss man alle finden, aber hier habe ich jetzt drei, nämlich den Mana-Sparer, den Geisterkristall und den reinen Zeitkristall. Wir haben alle verschiedene Boni bzw. Mali. Und die kann man einem Zauber zuweisen. Also zum Beispiel hier benötigte Zeit zum Wirken minus 19% und Kosten minus 29% Mana. Kann ich zum Beispiel nehmen und den Blitzschlag zuweisen. Das heißt, man kann seine Zauber auch nach seinen Bedürfnissen formen. Und das finde ich auch eine ganz nette Idee. Was hältst du von diesen Glyphen? Das sieht cool aus. Also individualisierte Zauber finde ich auch in anderen Spielen sehr, sehr hübsch. Was ich mich frage, ist, ob man zum einen, ob man das wieder zurücknehmen kann, ob man diese Steine also auch wieder wegnehmen kann von den Zaubern, beim nächsten Mal woanders einsetzen. Also da kann man einfach mit der linken Maustaste draufklicken und dann steht da, möchtet ihr diese Glyphe Oh. wirklich vernichten? Nein. Das heißt, wenn man den Zauber retten will und der ist befleckt quasi mit einem Glyphen, der einem mittlerweile auf den Senkel geht, dann kann man nur den ganzen Stein vernichten. Das ist natürlich ein bisschen frustrierend. Vor allem ist das nicht sehr fehlerfreundlich. Ich glaube, da ärgert man sich, könnte ich mir vorstellen, vor allem zu Beginn des Spiels, kann man da richtig sich darüber ärgern, wenn man noch nicht so ein Gefühl dafür hat, welche Lieblingstaktik man hat und mit welchen Glyphen in Kombination mit welchem Zauber man am liebsten spielt. Und dann probiert man irgendwas aus und stellt dann 3, 4 Runden später fest, ouch, falsche Entscheidung. Kann man die nicht mehr korrigieren? Das könnte für ein bisschen Frustpotenzial sorgen. Eine andere Frage, die ich habe an dich, gibt es denn auch doppelte Steine oder taucht von jedem Steintyp immer nur einer auf? Also, wie viele Steine es im Endeffekt gibt, weiß ich nicht, aber ich habe bisher bloß einmal einen Glyph doppelt gefunden. Also, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist zwar sehr gering, aber man findet bestimmt zwei, drei gleiche. Also, man kann, wenn man zum Beispiel jetzt diesen reinen Zeitkristall hier löscht, man findet bestimmt irgendwo noch einen zweiten oder einen dritten. Das ist gut. Notfalls kann man ja auch unbenötigte oder neue Steine bei eBay oder einem anderen Auktionshaus günstig dazu kaufen. Das nicht, aber stell dir mal vor, das wäre in der DLC-Politik so, dass die einem irgendwann das Spiel dadurch verwässern oder verändern, dass die einem irgendwelche Steine extra anbieten, also nicht nur den Umfang des Spiels verändern, sondern einem es einfacher machen, sich da durchzukämpfen. Das haben die, glaube ich, bislang nicht gehabt in der DLC-Politik. Das wäre ein Punkt, da würde ich, glaube ich, richtig sauer werden.
So, dann schauen wir uns jetzt mal die Stadtspezialisierung an. Zweimal habe ich was davon erzählt und jetzt zeige ich das auch hier an Podchemsk. Wir klicken auf zu Spezialstadt umwandeln und können auswählen zwischen Freistadt, Festungsstadt und einer Tempelstadt, die irgendeinem Gott geweiht ist. Hier beim Tooltip steht auch schon: Die Stadt sorgt nicht für Unruhe und fließt nicht in die maximale Städtezahl einer Domäne ein. Hat verschiedene Vor- und Nachteile. Und die Festungsstadt zum Beispiel ist auch super stark. Normalerweise kann eine Stadt über zwei Geländefelder schießen. Die Festungsstadt kann über drei Geländefelder weit schießen und hat Lebenspunkte bis zum Umfallen. Damit kann man schön seine Grenzen sichern und dabei noch der Unruhe entgegenwirken. Oder eine Tempelstadt kann man sich ein bisschen Verhältnis zum Gott plus 10 dazu gewinnen, aber das könnt ihr auch dann selbst erfahren beim Spielen. So, ich habe hier noch ein Feature auf meiner Liste, wenn ich meine Schrift denn lesen könnte. Nämlich hier bei diesem Goldsucher, einer Armbrusteinheit, sieht man hier oben noch ein kleines Hexagon mit einem Bogen drin. Könntest du dir vorstellen, was das heißen könnte? Im Augenblick nicht, muss ich gestehen. Weil ich habe das zu Beginn auch gar nicht verstanden, wie das funktioniert. Das heißt, zum Beispiel, wenn hier noch eine Einheit stehen würde auf einem benachbarten Feld und diese angegriffen wird, kann dieser Goldsucher unterstützen. Weißt du, was ich sagen möchte damit? Noch nicht ganz. Ich glaube, ich brauche eine Gelangfassung deiner Erklärung. So, also wird eine benachbarte Einheit angegriffen und daneben steht eine Einheit mit der Beförderung Hilfseinheit, Unterstützung pro Runde, dann Ah. heißt das so viel, dass diese Einheit bei dem Kampf mitmacht. Ah, das ist ja praktisch. Und das ist auch sehr praktisch, wenn man, da kann man zum Beispiel in der hinteren Reihe schön seine Bogenschützen aufstellen, davor die Nahkämpfer. Da kann man auch schön viele taktische Sachen mitmachen. Gefällt mir auch ganz gut. Das einzige Manko dabei, nicht jede Einheit hat auch diese Beförderung hier. Diese Hilfseinheitbeförderung. Wie bekommt man die denn? Hängt die vom Einheitentyp ab? Kann man die auch dazu gewinnen durch bestimmte Gebäude oder wird die im Beförderungsbaum freigeschaltet irgendwann? Also bisher habe ich nur entdeckt, dass das sobald man die Einheit baut, also einheitentypisch ist. Es könnte sein, dass durch Level Up die Fähigkeit auch noch dazu kommen könnte. Da mir das noch nicht zugestoßen ist, quasi, kann ich das nicht sagen. Da hilft nur selber ausprobieren, wenn man das Spiel mal hat. Richtig, und dann würde ich auch sagen, ich hoffe, oder hast du noch was? Eigentlich nicht. Wäre fast schon Zeit, möglicherweise jetzt, für ein kurzes Fazit, oder? Ja, würde ich so sagen. Also, wenn du die Möglichkeit hättest, das Spiel zu kaufen oder nicht, für welche Möglichkeit würdest du dich entscheiden? Puh. Ich glaube, ich würde noch ein bisschen abwarten. Zum Beispiel würde ich abwarten, ob ein gewisser Mr. Kruzi mir ein Let's Play dazu anbietet und würde mir davon ein paar Folgen anschauen. Weil ein paar Fragen sind schon noch offen geblieben. Nicht deshalb, weil du das jetzt nicht gewusst hättest, sondern deshalb, weil man, es gibt so Sachen, da muss man ein Gefühl für kriegen. Und das kriegt man nicht, indem man kurz eine Erklärung bekommt, sondern das muss man miterleben und vielleicht auch einfach nur dadurch, dass man einem Let's Player oder jemandem, der dieses Spiel besitzt, über die Schulter schaut. Zum Beispiel so Fragen wie sich das anfühlt, wenn man so unglaublich viele Einheiten eventuell hat, wie sich das anfühlt, diese Kombination aus Zufallskarte und Kampagne. Ob einen das nervt, wenn man irgendwann den Eindruck hat, dass bei Release des Spiels das Spiel vielleicht ein bisschen unfertig wirkt, weil man schon ahnt oder mitkriegt aufgrund von Andeutungen der Entwickler, dass es bald ein DLC gibt oder wenn es verschiedene Versionen gibt, dass man sich schon darüber ärgert, dass andere Leute mit einem coolen neuen Volk oder einem coolen Feature spielen, das einem selber nicht zur Verfügung gestellt wird und
viele andere Fragen. Das sind so Sachen, also was ich prinzipiell bei dieser Warlock-Reihe sehr schön finde, ist dieses Action-Orientierte. Ich spiele sehr gerne Globalstrategie. Ich liebe es, Städte aufzubauen und strategisch zu denken. Aber das hier ist so eine sehr, sehr nette Variante davon, wo man, obwohl man Städtenetze baut und Ressourcen verwaltet, auch früh in Kämpfe kommt. Sieht so aus, als hätte sich das hier fortentwickelt. Viele Designpunkte, die du mir gezeigt hast, finde ich auch sehr hübsch. Viele Bildschirme finde ich sehr hübsch designt, gefällt mir auch gut. Die beiden neuen Völker wirken auch nett. Diese Wolkenwelten, die da schweben und wo man aufpassen muss, dass man über den Rand der Karte nicht runterfällt ins Nichts, finde ich auch eine sehr hübsche Idee. Was ich noch nicht so richtig fühlen kann, weil ich selber noch nicht gespielt habe, das ist wie ob diese Kampagne, ob die wirklich funktioniert. Das hat so was sehr Neuartiges, also diese Kombination von Zufallskarten, die aneinandergereiht sind mit den Portalen. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob mich das so sehr reizen würde, dass ich mir das Spiel kaufen würde. Dann würde ich einfach mal sagen, wir überlassen das den Zuschauern, beziehungsweise den späteren Spielern. Wie sie die Kampagne, warum leckt es gerade? Wie sie die Kampagne finden. Und das Einzige, was ich jetzt ein bisschen schade finde, am 10. April ist ja das Erscheinungsdatum von Warlock 2. Und das kreuzt sich so ein bisschen mit anderen Rundenstrategien her. Age of Wonders 3 zum Beispiel. Und ich glaube, dass Warlock 2 da ein paar ein paar Nachteile hat, wenn das quasi gleichzeitig mit Age of Wonders rauskommt oder anderen. Das sehe ich auch so. Das ist wirklich ein bisschen ungünstig. Also zwei Globalstrategiespiele mit Städte aufbauen und Hexfeldraster, die etwa zur gleichen Zeit kommen. Und das eine Spiel hat 10 Tage Vorsprung oder 11, je nachdem, welche Version man kauft, nämlich Edge of Wonders 3. Dann hat doch das Spiel, das hinterherhinkt, die Popo-Karte gezogen, um es mal ganz, ganz vornehm auszudrücken. Das wäre auch bei mir jetzt so ein Punkt. Ich selber spiele gerade mit einer frühen Version von Age of Wonders 3, spiele ich mit größter Begeisterung und wahrscheinlich wäre ich schon längst hinter Warlock 2 her und würde jetzt vielleicht ein eigenes Review drehen oder Preview mit dir als Gast oder würde selber Let's Play auf meinem Kanal anfangen, wenn es diese Konkurrenz nicht gäbe. Das ist schon ein bisschen unglücklich. Andererseits, die Spiele sehen so aus, als würden sie sich ein bisschen anders anfühlen. Ist zwar beides Fantasy, aber das hier scheint mir etwas actionlastiger zu sein. Das andere mehr für auf Strategen bezogen, da ist der Bilderaspekt möglicherweise ein bisschen größer. Dann würde ich auch ganz frech behaupten, ihr habt jetzt einen kleinen Überblick über Warlock 2 und das war's dann mit dem kleinen Preview-Video. Habt ihr irgendwelche Fragen? Schreibt's einfach in die Kommentare. Ich beantworte sie gerne und ja, hast du noch ein Schlusswort? Ein Wunsch. Ein Wunsch. Ich hätte gerne den Wunsch, dass du ein Let's Play machst dazu. Gerne, irgendwann. Weil momentan ist es noch sehr in der Alpha und viele Texte sind noch nicht fertig. Da möchte ich noch ein paar Tage warten mit eventuell kurz vorm Release auch ein bisschen was. Das muss ich entscheiden. Aber gerne. Prima. Danke für die Einladung. Fand ich sehr, sehr nett, hat auch Spaß gemacht und meine Neugierde auf das Spiel ist nicht komplett, aber weitgehend doch gestillt worden. Ich habe sehr, sehr vieles gesehen, viele innovative Sachen, hat richtig Spaß gemacht. Das freut mich und dann würde ich auch sagen, wie immer gilt, Grüßli, euer Mr. Kurzi. Tschüss.